neben dem bis dahin unglaublichen Reisetempo von 30 Stundenkilometern, hat damals, glaube ich, darüber gegrübelt, ob das gesundheitliche Auswirkungen haben könnte, vor allem vom Fahrkomfort begeistert. Aus heutiger Sicht kann man da, glaube ich, sagen, na also, geht doch, Kunden, die mit dem Fahrkomfort der Eisenbahn zufrieden sind, das wäre auch unser Anspruch 182 Jahre danach, und wir arbeiten immer noch ein Stück weit auch daran.